Schweiz knapp 10.000 Einwohner. Eine davon hat schon knapp 90 Bücher, hauptsächlich Jugendbücher, geschrieben, hat 12,5 Jahre in Südamerika gearbeitet, war 38 Jahre als Lehrerin aktiv und sie hat bereits viele Auszeichnungen erhalten. Gudrun Pausewang. Also ich bin 1928 in Ostböhmen geboren. Ich habe die tschechoslowakische Atmosphäre als Kind noch miterlebt, habe dann die Nazizeit miterlebt und nach dem Kriegsende mussten wir von zu Hause flüchten und sind schließlich in Hessen gelandet, in Wiesbaden. Ich wurde Lehrerin und habe schon im Sinn gehabt, ins Ausland zu gehen. Und zwar war mein Lieblingskontinent Südamerika. Und ich habe das durchgeboxt, bis ich wirklich dort war. Habe dann 12, fast 13 Jahre in Südamerika in verschiedenen Ländern an deutschen Schulen unterrichtet. Und kam Ende 1972 dann mit meinem damals zweijährigen Sohn zurück nach Deutschland und lebe seitdem hier im Schlitzerland. Ich fing schon 1958 in Südamerika an zu schreiben und habe eigentlich darin meinen Hauptberuf gesehen. Ich schreibe für mein Leben gerne, ich schreibe immer noch und ich hoffe, dass es mir noch einige Jährchen bleiben, in denen ich meine Ideen noch verwirklichen kann. Ja, natürlich, der Auslöser war die Katastrophe von Tschernobyl. Ich habe 5 Minuten vor der ersten Katastrophenmeldung in den Medien noch nicht im Traum dran gedacht, so ein Buch zu schreiben. Aber als dann Tag für Tag die Nachrichten schilderten, was da alles geschehen war und nicht nur dort, sondern auch bis nach Mitteleuropa, bis nach Nordeuropa rein, da habe ich mir mit meiner lebhaften Fantasie natürlich überlegt, wie sähe denn eine solche Katastrophe aus, wenn sie nicht 1500 Kilometer von unseren nationalen Grenzen entfernt in einer dünn besiedelten Gegend geschehen wäre, sondern mitten in unserer dicht besiedelten Bundesrepublik. Und ich dachte mir dann, eigentlich müsste man mal bewusst machen, was eine solche Katastrophe bei uns bedeuten würde. Man müsste davor warnen. Und den letzten Auslöser gab dann ein Text von Inge Eicher-Scholl, den ich in der Wochenzeitung Die Zeit gelesen habe, Sie haben versagt. Und diesen Text, der gab mir dann den letzten Schub, das Buch zu schreiben. Und ich habe ihn auch als Vorwort in meinem Buch verwendet. Viele Auszeichnungen sind es bisher gewesen. Ab heute ist es eine mehr. Gudrun Pausewang, Trägerin des Eduard-Bernhardt-Preises 2009. Herzlichen Glückwunsch!